Ja, wie Sie wissen, ich habe gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Gestrandet im Paradies. So ist dieses Buch wichtig, weil das Thema brennt. Und zu diesem Brennpunkt denke ich, dass wir als Gesellschaft auch effektive Antworten brauchen. Ich habe 2 Jahre lang in der Aufnahmeeinrichtung, jetzt nennt man das Dependance, am Fliegerhaus hier bei uns in Fürstenfeldbruck, bei der Caritas gearbeitet. Hier bin ich im Caritas-Zentrum zuständig für Migrations- und auch Asylsozialberatung, dass wir gemeinsam mal hören, was die Leute, die hier zu uns gekommen sind, über ihre Erfahrungen, über ihre Flucht und Fluchtursache berichten. In diesem Buch habe ich den Fokus nicht nur auf ihre Erfahrungen, was die Schutzsuchenden uns erzählen, was sie alles erlebt haben auf dem Flucht, sondern vor allen Dingen, ich wollte herausfinden, was sind überhaupt die Fluchtursachen? Deshalb gibt es 4 Schwerpunkte. Ich spreche über die Situation der ankommenden Flüchtlinge, Schutzsuchende hier. Und danach erzähle ich oder schildere ich ihre Berichten, wie sie mir vorgestellt haben, erzählt haben während der Beratungsgespräche in der Aufnahmeeinrichtung. Und ich mache die Analyse dieser ganzen Erzählungen. Und heraus habe ich gesehen, dass die Fluchtursachen vielfältig sind. Wir haben viele Leute, die aus Bürgerkrieg geflüchtet sind, Kriegsökonomie und viele Junge aus Afrika sind auch wegen Perspektivlosigkeiten ihre Heimatland verlassen oder ihre Heimatländer verlassen. Und da wurden sie durch Schlepper überredet. Und dann ihnen wurde Paradies versprochen. Ne? Die werden nach Europa viel Geld verdienen, die werden reich und große Autos fahren und. Da können sie ihre Familie in Afrika auch helfen. Und die ahnungslose junge Menschen glauben daran, an diese Fantasie, an diese Lüge und willigen ein, diese ganzen Versprechungen. Die wissen nicht, was ihnen hier was sie hier erwartet. Deshalb denke ich, dass für mich das sehr wichtig war, dass wir von den Betroffenen selber erfahren, was da genau sich abspielt, was los ist. Und wir haben viele junge Menschen auf der Flucht, die sehr viel Trauma, viel Gewalt, manche sind in die Hände von Menschenhändlern gefallen und Zwangsprostitution für junge Damen, sei es im Orient oder in Westafrika. In Westafrika sind Nigerianerinnen am meisten betroffen von diesem Phänomen. Wir haben junge Menschen, die in den Händen von Organhändlern gefallen sind. Und wir haben viele, viele, die auf dem Weg gestorben sind, die berichten vom Verlust von Angehörigen oder Freunde, Kameraden auf dem Weg, die ihr Leben verloren haben. Das sind tragische Geschichten und die meisten, die hier ankommen, sind schwer traumatisiert. Und daher habe ich versucht, mit Berichten von internationalen Organisationen, wie die auch schildern und die Berichte von betroffenen Menschen in der Aufnahmeeinrichtung, versucht dann auch Lösungsmaßnahmen zu entwerfen. Was kann man gegen diese menschliche Drama, was kann man unternehmen, wie kann man die Fluchtursache bekämpfen? Und alles dies ist in diesem Buch auch beschrieben. Wir treffen Afrika, weil wir haben gesehen, in den letzten 2 Jahren sind viele Flüchtlinge aus Afrika hierher gekommen. Da habe ich auch versucht, diese Tatsache in den Fokus zu rücken. Und ich habe gesehen, dass viele, viele Länder Afrikas viele Ressourcen haben, die die Welt braucht. Die haben wertvolle Ressourcen, strategische Ressourcen. Und das wird von Konzernen, internationalen Firmen benötigt. Und die Industrienationen brauchen diese Ressourcen dringend. Da habe ich 2 Länder als Musterbeispiele, tragische Musterbeispiele, Eritrea und Kongo. Und Kongo ist das Schlimmste sowieso. Und deshalb versuche ich das auch zu erklären, wie dieser Zugang an Ressourcen durch Kriegsökonomie und diese Zusammenwirken zwischen Konzernen, multinationalen und korrupten Regierungen, repressive Regierungen, wie das Ganze, wenn das zusammenkommt, diese Chaos, diese Tragödie und diese Flucht- und Flüchtlingsströme und Vertreibungen von Menschen von ihren Gebieten, das ist alles, was wir hier als Ursache auch geschildert haben. Wir haben auch die Völker, die sehr mit Terror zu tun haben. Wir haben Krieg in Syrien, wir haben Terror in Afghanistan
Und wir haben Dürre zum Beispiel in Somalia und Terror. Diese ganzen Mischungen von Fluchtursachen sind so schwierig. Deshalb habe ich auch versucht, das hier nur als Vorschläge, ja, Vorschläge. Es gibt viele, viele Lösungen, aber dann Vorschläge basieren auf was ich von betroffenen Schutzsuchenden gehört habe, versuche ich das auch als Lösungen, wie man diese ganze Kriegsökonomie, diese ganze Vertreibungen, diesen ganze Landraub, so viele Konzerne nehmen so ganze Fläche in Afrika, vertreiben die Leute, junge Menschen ohne Perspektive landen in den Händen von Schlepper und werden in den Paradies irgendwo anders und wenn die dann hier kommen, sind sie bei uns in der Aufnahmeeinrichtung. So ist dieses Buch wichtig, weil das Thema brennt und zu diesem Brennpunkt denke ich, dass wir als Gesellschaft auch effektive Antworten brauchen. Darum ist das als unser kleiner Beitrag bei der Caritas, dass wir auch die Gesellschaft dafür aufmerksam machen.